Robert Maudslay gilt als einer der berüchtigsten Großbritanniens, seit er in den 1970er Jahren drei Menschen im Gefängnis tötete, während er wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe absaß. Nun gelangten im Zuge einer Doku Briefe des SIS an die Öffentlichkeit. Großbritannien, Serienmörder ist glücklich und zufrieden in Glaszelle, will aber wieder töten. 1/4 Robert Maudslay sitzt seit 1983 in Isolationshaft. No Credit. Nach seinem ersten Mord kam Maudslay ins Broadmoor Hospital, einer Institution für psychisch gestörte Gewalttäter. Screenshot YouTube, Rotting Lama Produktions. Das HMP Wakefield ist ein Gefängnis für besonders gewalttätige Insassen. Darum geht's. Robert Maudslay gilt als einer der berüchtigsten Serienmörder in Großbritannien. Mit 21 beging Onkel Bob seinen ersten Mord, 4 weitere folgten. Maudslay, der seine lebenslange Haftstrafe in einer Glaszelle absitzt, fühlt sich glücklich und zufrieden im Gefängnis und warnt davor, erneut zu töten, wenn er freikommen sollte. Robert Maudslay hat sich an das Leben hinter Gittern gewöhnt. Über 2/3 seines Lebens hat der heute 68-Jährige bereits in Gefängniszellen verbracht, nachdem er sich 1974 im Alter von 21 Jahren nach einem Mord der Polizei stellte. In Briefen an seine Neffen, die nun veröffentlicht wurden, schildert er sein Leben in Einzelhaft und gibt Einblick in seine zerrüttete Psyche. Die Einsamkeit und der fehlende Komfort scheinen für Maudslay kein Problem zu sein. Gegenüber seinem Neffen schreibt er, dass er glücklich und zufrieden in der Einsamkeit sei. Er warnte auch, dass er wieder töten würde, wenn er jemals aus dem Gefängnis entlassen würde. Der Inhalt der Briefe gelangte im Rahmen der Doku HMP Wakefield, Evil Behind Bars, an die Öffentlichkeit, wie Daily Mail schreibt. Freue mich auf Suizid. In früheren Briefen bat Maudslay auch wiederholt um den Tod. So schrieb der mittlerweile 68-Jährige im Jahr 2000, welchen Sinn macht es, mich 23 Stunden pro Tag einzusperren? Warum macht man sich überhaupt die Mühe, mir Essen und Bewegung zu geben? Für wen bin ich eine Gefahr? Im Brief schreibt der Mörder, dass er sich aufgrund seiner Haftbedingungen richtiggehend auf einen psychologischen Breakdown und einen möglichen Suizid freue. Außerdem bat er im Brief darum, einen Wellensittich als Haustier haben zu dürfen, unter dem Versprechen, ihn zu lieben und nicht zu essen. Robert Maudslay endet den Brief mit einer Bitte nach einer Giftkapsel, mit der sich das Problem des Robert John Maudslay einfach und rasch lösen lasse. Die Chance, das Gefängnis lebend und als freier Mann zu verlassen, hat Maudslay mit seinen Taten in den 1970er Jahren endgültig verwirkt. Dem Geständnis von 1974 vorausgegangen waren nämlich 2 Morde. Nach einem ersten Mord unweit seines Heimatortes in Toxteth, Liverpool, flüchtete Maudslay nach London, wo er als Sexarbeiter arbeitete. Dort ermordete Maudslay den Pädophilen John Farrell, nachdem ihm dieser Fotos von Kindern gezeigt hatte, die er misshandelt hatte. Onkel Bob, wie Robert Maudslay auch genannt wird, stellte sich danach der Polizei und gestand die Tat. 9 Stunden gefoltert. Nach seinem Geständnis kam Maudslay ins Broadmoor Hospital, das einige der gewalttätigsten Verbrecher Großbritanniens beherbergt. Dort galt er einige Jahre als vorbildlicher Insasse, bis sich 1977 ein folgenschwerer Vorfall ereignete. Der sowie sein Mithäftling David Schesemann sperrten sich gemeinsam mit dem Kinderschänder David Francis in eine Zelle ein. Dort folterten sie Francis über 9 Stunden, bevor sie seinen leblosen Körper von der Decke baumeln ließen, damit er von den Gefängniswärtern gesehen wird. Daraufhin wurde Hannibal the Cannibal. Zwischenzeitlich gab es Gerüchte, gemäß denen Maudslay das Gehirn eines seiner Opfer verspiesen haben soll, ins Gefängnis Wakefield in West Yorkshire verlegt. Nur ein Jahr später erwürgte und erstach Robert Maudslay den damals 46-jährigen Sunny Darwood, der wegen Mordes an seiner Frau im Gefängnis saß. Glaszelle à la Hannibal Lecter. Nachdem er Darwoods Leiche unter seinem Bett versteckt hatte, schlich sich Onkel Bob in die Zelle des Pädophilen Bill Roberts, der wegen der sexuellen Misshandlung eines 7-jährigen Mädchens einsaß. Er stach zunächst auf Roberts ein, bevor er mit einem selbstgemachten Dolch auf seinen Schädel einhackte und seinen Kopf mehrmals gegen die Gefängniswand schlug.